Meiner Meinung nach bleiben wir, was die generelle Intelligenz angeht, zumindest noch für sehr lange Zeit schlauer als die Rechner und Roboter. Was die Rechner und Roboter sehr gut können, ist in einzelnen Aufgaben sicherlich auch sehr bald uns übertreffen. Aufgaben, die wir durchaus intelligent finden. Das sollte man ein bisschen unterscheiden. Und dann braucht einem das Ganze auch nicht so viel Angst machen, wie die werden schlauer als wir, sondern hey, die können einige Dinge richtig gut, wenn wir denn wollen. Und das sollten wir nutzen. Ich denke, tatsächlich jetzt schon und im Allgemeinen werden wir dann am meisten von der KI profitieren, wenn wir selber bereit bleiben, davon zu lernen. In meiner Branche, ich arbeite viel mit der Kernspintomographie, an den bildgebenden Verfahren, gibt es viele Neuerungen, die jetzt ich nicht benutze, sondern Ärzte, zum Beispiel im Bereich der Tumorerkennung. Und klar, das ist für viele Menschen eine große Hilfe, ein großer Wert, wenn wir zukünftig Tumore vielleicht noch besser und schneller erkennen können. Man nicht 3 Wochen warten muss, bis ein Neurologe Zeit hatte, sich das anzuschauen. Riesenvorteil, da profitieren doch jetzt schon, die Lösung gibt es inzwischen. Noch viel mehr als Menschheit an sich werden wir aber davon profitieren, wenn die Neurologen jetzt darüber nachdenken, warum hat denn dieser Rechner gesagt, dass wir einen Tumor, wo ich das noch nicht gesehen habe, und der hatte auch noch recht, dass wir bereit sind, davon zu lernen. Das sollte immer unser Ziel sein. Ja, man kann lernen, tatsächlich lernen, und das ist ja auch eines meiner großen Steckenpferde. Tatsächlich sind diese Techniken nicht sonderlich neu. Noch viel lustiger, es gibt Texte, die sind 2000 Jahre alt, die nennen diese Techniken leicht frei, aber doch passend übersetzt künstliches Gedächtnis oder gar künstliche Intelligenz. Meinen was völlig anderes damit als wir heute. Was sind jetzt diese Techniken? Na, eigentlich andere Denkweisen, dass wir selber schaffen, anders zu denken und so unser Potenzial viel mehr abzurufen. Andersdenken heißt für mich im Bereich Gedächtnis, Lernen zum Beispiel, dass wir mit Bildern arbeiten, dass wir uns aber etwas vorstellen, dass wir kreativ sind. Etwas, was Menschen sehr auch eigen ist. Und wenn wir das schaffen, können wir unsere eigene Denk-, Kognitions- und Gedächtnisleistung steigern. Als Beispiel beim Namen merken. Wenn ich mir jetzt merken möchte, dass ich mit einer Frau Ritter ein Interview geführt habe, dann würde ich mir die Dame vielleicht in einer Ritterrüstung vor mir stehen, vor mir sehen und dadurch ein Bild machen und das Gesicht die Person viel besser abspeichern. Vielleicht die Zuschauer, die jetzt uns zuschauen, wenn die Lust haben, sich meinen Namen zu merken, irgendwann später das nochmal nachzusuchen, könnten sich mich vorstellen, Boris, dass ich hier vielleicht in so einem Fan-Outfit von Boris Becker stehe, was einem heute doch komischer vorkäme als noch vor 30 Jahren. Nicht nur das, ich habe dabei noch so eine Nikolaus-Mütze auf, weil Nikolai, mein zweiter Name, ähnlich klingt wie Nikolaus, für Boris Nikolai. Ja, und in der Hand vielleicht hier noch eine Tüte vom Konrad Elektronikmarkt, für Boris Nikolai Konrad. Den Markt schreibt man mit C, mich mit K. Ist zu merken, aber erstmal nicht so wichtig.